So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Watch Dogs Legion und davon zeige ich euch die erste Stunde, also wie die Kampagne anfängt. Und ja, Watch Dogs Legion ist ja das Spin-off von Watch Dogs, also es ist nicht der dritte Teil, sonst würde ja auch Teil 3 dran stehen, aber es ist eben die Fortsetzung von Teil 2, also zumindest was den Namen angeht. Und hier ist es so, dass man sich in England befindet. Und dort hat eben wieder Bloom zugeschlagen und hat wieder das Land gespalten, kann man sagen. Und wir müssen dann mit DedSec wieder gucken, dass wir das eben hinkriegen und richtig biegen. Ja, und bei Watch Dogs Legion ist es so, dass man hier die Open World ist natürlich wieder sehr originalgetreu nachgebaut worden. Da ist ja Ubisoft mit Marktführer, kann man sagen. Also es gibt kaum ein Studio, was das besser macht. Und hier ist es aber so, dass man hier keinen einzigen Hauptcharakter hat, sondern man hat mehrere Charaktere, die man spielen kann. Und je nachdem, wen man eben nimmt, der wird dann in der Story als Charakter zum Sprechen genutzt und mit dem erlebt man dann die Geschichte, die hier erzählt wird. Ja, wir werden jetzt mal in die ersten 30 Minuten reinschauen. Danach hört er mich wieder und ich bin mal gespannt, wie das Spiel ist. Es gibt ja auch eine Testphase oder gab es, wenn ihr das Video seht, dann gab es eine Testphase. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass man das Spiel sich mal anschauen konnte. Ja, wir schauen jetzt mal rein und dann hören wir uns später wieder. London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Bei ihrer Sicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davongestürmt, vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung wird uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. Das tat dir mehr weh als mir. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Oh.
Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Ah, Geister im System. Da drüben ist doch was. Die haben hier jede Menge Deadsec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei Deadsec hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Elektrik unter Strom. Wiederholen. Feuerwerk bereit. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Bagley, ist das... RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleichzumachen. Findest du den Zünder, Bagley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Rund um die Bomben haben sie Deadsec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Bagley, ich werde dir Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Bagley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Bagley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da werde ich drauf. Besuch an der Hintertür. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Sie sind da. Ich halte sie auf. Könnte mittlerweile überall sein. Gesichert, gehe weiter. Wachsam bleiben. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran.
Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort! Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt... Entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Dalton, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Wer
zum Teufel seid ihr? Oh, du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Erschütterte eine Serie von Explosionen, drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt. Es wird aber zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles auf. Pressekonferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Dead Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die ihn für den Acht Demonstrationen nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dead Sack zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Die Unternehmen melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend. Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Methoden. Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Stimmen. Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeadSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Einfach für sich. Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DeadSec. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DeadSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Turban an! Und unsere Stadt! Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DeadSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DeadSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DeadSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DeadSecs wahres Gesicht.
Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DedSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt, aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh, glaub mir, Claire, sie waren es nicht allein. Alle stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Bloom. Es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Ah, da ist ja noch jemand. Du bist wohl DedSecs letzte Hoffnung. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, DedSec braucht dich. Ich schick die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Ja, klar. Was soll's? Müssen Albion-Mitarbeitern bei Aufforderung ihre Optikgeräte zeigen. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu DedSec gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Fuck, ich stecke in einem Spionagefilm fest.
Das ist crazy. Du gehörst zu Sabine, stimmt's? Dann sehen wir uns später und. Du packst das, Mann. Du hast das drauf, Bro. Yo, yo, jemand da? Schalt mir den Saft besser wieder an. Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Bro, bleib locker. Du kennst Sabine? Ich bin ihr Kumpel. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Also, Bagley Bags, wenn DedSec die Stadt nicht bombardiert hat, wer dann? Ich habe eine Erinnerungslücke. Nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe... Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Alter, wie ist eine Lady wie du da nur rausgekommen? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Ja, Mann. Weißt du, es ist hart hier für DedSec, Bro. Ich wollte eigentlich immer bei euch einsteigen, aber ich will ja auch nicht draufgehen oder so, nicht wahr? Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Wenn ich schon draufgehe...
Dann mit Glanz und Gloria. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. So, wir sind ein Stückchen weitergekommen und ich muss sagen, ich finde es bisher ganz cool. Also man merkt auf jeden Fall, dass hier der Fokus mehr auf diese Charaktere liegt, die man eben hier im Spiel verwenden kann. Man kann ja auch wirklich jeden Charakter im Spiel rekrutieren. Das heißt, jeden Charakter im Spiel, der im Spiel vorkommt, also auf der Straße steht, den könnt ihr auch dann als Charakter rekrutieren. Dafür müsst ihr den dann ansprechen. Er muss aber auch sich gegenüber DedSec wohlfühlen. Und dann könnt ihr den rekrutieren und dann für eure Mannschaft dann holen. Ihr müsst aber dann erst eine Rekrutierungsmission machen, damit er dann mit euch eben mitkommt. Und das ist ganz cool auf jeden Fall, weil es ein bisschen mehr Variation reinbringt. Ich hätte es aber lieber gehabt, wenn man natürlich einem richtigen Hauptcharakter folgt, der dann eine Geschichte hat. Also der auch irgendwie Persönlichkeit hat, eine Geschichte hat. Hier ist es halt so, man hat irgendwelche Leute, die man halt hier nimmt. Und man kann sich dann mit dem einen oder anderen vielleicht identifizieren, aber es ist schon irgendwie cooler, wenn man dann einer Geschichte folgt. Ich persönlich hätte gern das Team aus Watch Dogs 2 nochmal wieder gesehen, dass sie das nochmal zurückbringen und dann irgendwie da was machen, aber man muss mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich habe natürlich hier jetzt diesen Videospiel Charakter genommen, den fand ich ganz cool und ja, bin gespannt, wer da noch alles ins Team dazukommt, aber bisher finde ich, das Gameplay ist halt wie in Watch Dogs 2, ne? Man kennt sich da ziemlich gut aus, wenn man Watch Dogs 2 schon gespielt hat, dann fühlt sich das alles sehr vertraut an. Und ja, sieht auch richtig toll aus auf der PS5, kann man sagen, mit Raytracing und dem Ganzen. Also ziemlich cool. Ja, wir werden mal weiterschauen, was alles noch auf uns zukommt und ihr hört mich dann später wieder. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Thank you.
Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an.
Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DedSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Papp. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann... Mit einfachen Schlägen. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Jawoll! Genau so. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Besser hätte ich's auch nicht gekonnt. Ja, guter Schlag. Ausrüstung bereit? Du weißt, wie du dir nicht selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden und ihnen den Tag versauen. Aber für die Laufarbeit brauche ich jemanden, der auch laufen kann. Ich hoffe... So, ihr habt's gesehen, man hat natürlich auch wieder ein Hauptquartier, in dem man sich zurückziehen kann, dort dann seine ganzen Gadgets aufwerten kann und man muss natürlich wieder die Technikpunkte finden. Man kann im Spiel dann auch verschiedene Nebenmissionen machen, nicht nur die Leute rekrutieren, sondern auch Nebenmissionen wie zum Beispiel Lieferungsmissionen, wo man dann dadurch die Karte aufdeckt und man kann dann auch verschiedene andere Missionen machen, wie zum Beispiel Ball jonglieren, wo man dann den Ball jongliert, wie man es kennt, wie das eben ist. Man kann Dart spielen, man kann trinken gehen und so weiter. Gibt viele coole kleine Minispiele und natürlich auch der Online-Modus, der dann dazugekommen ist, der auch dabei ist, den man wieder spielen kann, wo man dann auch aufleveln kann und so weiter. Richtig cool und macht bisher richtig gut Spaß. Ja, auch von der Open World her finde ich es richtig schön. Also die Stadt ist einfach super schön dargestellt und das alles sehr futuristisch auch, also sehr zukunftsorientiert. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Die Steuerung ist einem sofort vertraut. Also wenn man Teil 2 gespielt hat, dann kommt man eigentlich sofort wieder rein und fühlt sich alles ziemlich gut an. Ich persönlich finde auch, dass sie einfach das Ganze jetzt sehr gut verfeinert haben, was das Gameplay angeht und so. Da kommt man in einen ziemlich guten Flow und bisher ja, fühlt sich einfach alles gut an und spielt sich auch gut. Auch die Story, bin ich mal gespannt, wie die sich noch entwickeln wird, also was mit England und mit der ganzen Location dann noch angestellt wird. Aber bisher finde ich es echt gut und ist natürlich der Anfang vom Spiel, der ist immer ein bisschen langsamer und dann wird es meistens sehr actionreicher, wenn es dann weiter voranschreitet im Spiel. Aber ich finde es ziemlich gut und bin gespannt, was da alles auf uns noch zukommt. Ja, wir werden jetzt weiter gucken, was da noch kommt und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Wir hören uns dann natürlich wieder am Ende des Videos und da werde ich dann mein kleines Fazit erstmal vorab geben. Dann bis dann.
Davon lasse ich mich nicht aus. Das ist total überrumpelt. Okay, dann los. Wo fangen wir an? Eins ist sicher. London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein. Scheiß Albion. Sie sorgen nicht für unsere Sicherheit, sondern für unsere Unsicherheit. Habe ich recht? Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken, indem wir ihnen zeigen, dass Albion nicht die Lösung, sondern das Problem ist. Dafür brauchen wir Informationen. Ich schicke dir 2 Koordinatensets an deine Optik. Danke, Bagley. Ich sehe 2 Möglichkeiten. Zum einen müssen wir die Albion-Propaganda stören und die Leute daran erinnern, dass Albion keine heilige Kuh ist. Und zum anderen brauchen wir Infos über Albion-Operationen, wenn wir ihre Pläne vereiteln wollen. Bist du dabei? Oh, fuck, ja. Ich werde hier alles niederknüppeln. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Ticketschläger aus. Hier wollt ihr was hin? Ja, okay. Ich scanne das Gebiet nach verdächtigem Verhalten. So, ja, da sind wir auch schon wieder am Ende von der Stunde und, oder zumindest fast am Ende. Und ja, was soll ich sagen, ich finde es wirklich ziemlich gut bisher. Also gameplay-technisch haben sie da ordentlich was draufgelegt. Man hat sehr viele Gadgets, man kann sehr viel Technikpunkte wieder investieren, um sich dann persönlich wieder das Gadget-System zusammenzustellen, das man persönlich haben will. Das finde ich echt gut. Man hat wieder verschiedene Gadgets, die man natürlich aus den vorigen Teilen kennt. Und was ich auch cool finde, dass Wrench und Aiden Pierce zurückkehren sollen. Also die sollen ja wieder ins Spiel reinkommen. Und es gibt auch verschiedene Belohnungen, die man sich im Ubisoft Connect Store holen kann, wo man ja seine Ubisoft-Punkte einlösen kann. Da kann man sich dann das verschiedene Sachen aus den vergangenen Teilen holen. Finde ich auch ziemlich cool. Ich bin dann gespannt, was sie mit der Story dann in den Erweiterungen machen werden. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal den Online-Modus anschauen, der ja jetzt erst dazugekommen ist. Und viele von euch haben vielleicht das Spiel auch selber schon getestet, weil es gab ja eine Testphase, ein Test-Weekend, wo man das Spiel testen konnte. Ich finde Grafik auf jeden Fall richtig gut auf der PS5. Es läuft auch richtig flüssig und ja, es sieht super aus und bis jetzt finde ich es gut. Es könnte natürlich cooler sein mit Charakteren, die eine Geschichte haben, finde ich persönlich. Also das ist etwas, das mir da in Watch Dogs 2 besser gefallen hat, weil ich fand das Team dort ziemlich cool. Das war lustig, die waren irgendwie funny unterwegs, die hatten coole Dialoge. Aber man muss dann gucken, wie sich das alles noch in Watch Dogs Legion dann entwickelt. Ich finde auf jeden Fall die Stadt wunderschön. Ich finde es toll, wenn man sich da durch die Stadt bewegt. Es ist sehr lebendig, was ich auch immer ziemlich gut finde bei Ubisoft Games. Das Ganze wirkt immer sehr lebendig und glaubwürdig.
Und Ubisoft baut mit die besten Videogame-Landschaften und Städte, die man sich vorstellen kann. Und ja, da muss man einfach mal gucken, wie es dann in den DLCs weitergeht und was sie noch mit dem Online-Modus anstellen. Den fand ich ja in Teil 2 eigentlich ganz gut. Und ansonsten finde ich das Spiel wirklich sehr solide. Also bis jetzt kann man natürlich nur das, was man bis jetzt gesehen hat, beurteilen. Ich bin aber gespannt, was da noch kommen wird. Ich werde natürlich noch mehr Videos dazu machen. Schau mir den Online-Modus auch nochmal an. Und ja, ihr könnt es ja oder habt es bestimmt dann getestet. Auf der PlayStation 4 gab es ja die Möglichkeit oder auf anderen Plattformen gab es ja die Möglichkeit, das Spiel zu testen. Den Fortschritt kann man dann ins Spiel übernehmen, was ich auch immer eine coole Sache finde. Und ja, da muss man einfach mal schauen, was da alles noch kommen wird. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine solide Fortsetzung von dem, was man eben kennt im Watch Dogs Universum. Ja, das soll es dann auch von mir bis hierhin gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Rest vom Video und hoffe, dass ihr euch natürlich auch weitere Videos von mir anschaut. Und wie immer, lasst mir einen Kommentar oder ein Däumchen da, wenn ihr wollt. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten checkt mal die anderen Videos aus. Ich werde auf jeden Fall noch mehr von Watch Dogs Legion machen. Bis jetzt finde ich es echt ziemlich gut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann natürlich wieder im nächsten Video. Ich danke euch wie immer für den Support, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann würde ich sagen, bis bald, euer Monster. Das ist überall. Es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Die Steuern sind nicht gestorben.